Und nun ein Jagalo-Porträt. Since from where we once began. Schräg, schräger, Jagalukaoke. Oder auch Total Crossover, was Simon hier mit den Klecksens gemacht hat. Doch es geht bei den Killians natürlich auch richtig schön. Wie bei ihrer aktuellen Single Said and Done. Mit They Are Calling Your Name haben die Dienstlakener gerade ihr zweites Album herausgebracht. Und das zweite ist im Allgemeinen für eine Band das schwierigste Album. Nee, bei uns ist das das komplette Gegenteil. Es war vielleicht sogar ein bisschen leichter, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass die Songs besser werden. Und das hat uns einfach irgendwie Spaß gemacht. Und wir haben uns darauf gefreut, die aufzunehmen. Und nicht irgendwie daran gedacht, das muss jetzt funktionieren. Also so gehen wir ja nicht an die Sache ran. Bei den Kollegen von Motor FM, dank an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung, haben die Killians dann auch Used to Pretend vom neuen Album akustisch zum Besten gegeben. Der Sound und die Stücke, das ist das, was wir bis dato halt zustande gebracht haben. Und wir hoffen halt, dass das irgendwie ein Stück weit sich so weiterzieht, dass wir weiterhin bessere Songs schreiben und so. Also ist der Fokus halt auch schon wieder irgendwie jetzt neu, weil die Platte draußen ist. Das heißt, wir haben dieses Werk quasi abgegeben, abgeschlossen und jetzt können die Leute damit machen, was sie wollen. Und wir können uns wieder mit anderen Sachen beschäftigen, außer natürlich auf der Tour, da spielen wir die Platte natürlich bis zum Erbrechen durch. Doch die Fans werden da sicherlich sich nicht übergeben müssen. Sind die Songs auf der neuen Scheibe doch eine konsequente Weiterentwicklung der Band, die anfänglich von Tomtes Tees Uhlmann unter die Fittiche genommen wurde. Mittlerweile bieten sie selbst dem Nachwuchs an, Support bei ihren Konzerten zu spielen. Ja, das ist toll, wenn man irgendwie weiß, dass da eine Band spielt, die man kennt, dass man nicht irgendwo auftaucht und dass es eine lokale Band ist, was auch top sein kann, aber so, es ist schon schön für uns, das zu machen, aber ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, wie Tomte damals für uns agieren konnten. Nee, aber das Bewusstsein ist schon da, dass wir halt so wir sind eine kleine Band und wir haben die Möglichkeit, einer anderen Band eine kleine, ganz kleine Plattform zu bieten, dass sie spielen können. Und das ist ja erstmal, glaube ich, für Bands das Allerwichtigste. Viel Potenzial besitzt die Truppe, deren Musik auch von der Insel oder aus Skandinavien stammen könnte. Indie-Rock mit Wohlfühlatmosphäre, da darf es dann auch zum Schluss noch einmal etwas schräger werden. With a golden in your hands.